Acadia Bay liegt in Schutt und Asche. Wir sind im Diner angekommen, um schnell das Foto von Rauren abzuholen, um das letzte Mal in die Vergangenheit zu reisen, um Chloe das Leben zu retten. Andererseits passieren ganz komische Dinge. Wir sitzen in einer Zeitschleife oder sonst irgendeinem Albtraum fest und es ist verdammt gruselig. Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem weiteren Part von Life is Strange. Das Leben ist komisch und alles, was dazugehört, Freunde. Wir befinden uns aktuell hier, ich glaube, in einer Rätselpassage. Also wir haben zumindest gesehen, wie Kate hier durch die Tür gesprungen ist. Vor allem, wisst ihr, was ich mich gerade frage? Es ist ja möglich, dass Kate im Laufe des Let's Plays stirbt. Wären wir ihr begegnet? Ich weiß es nicht. Also, was wäre passiert, wenn sie tot wäre? Würden wir ihr trotzdem begegnen? Kann mir das jemand in die Kommentare schreiben? Das würde mich interessieren. So, ich weiß allerdings nicht, wie wir hier am besten agieren. Beziehungsweise, was die Lösung von dem Rätsel ist, was wir hier haben. Wir haben ja schon im letzten Part gesehen, okay? Alles ist super abgespaced, super komisch. Hier draußen liegen einfach Wale. Da ist ein Wal, hier ist ein Wal. Im Himmel können wir nichts erkennen. Der Himmel scheint relativ normal zu sein, sage ich mal so. Ich habe das Gefühl, wir müssen halt eine bestimmte Reihenfolge gehen. Eine bestimmte Reihenfolge durch Türen. Oder? Guck mal, ich habe das Game neu gestartet und wir haben jetzt gar nicht die Möglichkeit, uns die Karte reinzuziehen. Wir gehen mal durch die Tür, ne? Kommen jetzt wahrscheinlich wieder hier durch, genau. Und erst jetzt haben wir die Möglichkeit, uns die Karte reinzuziehen rechts, ne? Ja. Karte. Jetzt können wir uns die Karte reinziehen. Und hier müssen wir irgendwo doch in irgendeiner Form einen Hinweis bekommen, oder? So, Dana Ward, Juliet Watson, Taylor Christian, Jin, Stella Hill, Kate Marsh, Victoria Chase, Max Caulfield, Brooke Scott. Girls. Okay, wir sind alle Türen eigentlich gegangen. Können wir prinzipiell zurück durch die Tür gehen? Schade, das wäre auch zu... Und jetzt haben wir zwischendrin noch irgendwelche Stimmen. Also mir wurde in die Kommentare geschrieben, oh, what? Woher bekommen wir den Schlüssel? 218? Oh, haha! Rätsel Elpheles grüßen, geilo. Mach mal 218. Bro. Oh, das ist eine super gruselige Atmosphäre gerade, ne? 218. Willst du mich verarschen? Ich hab doch den Schlüssel. Wow! Oh, bingo! Überall das Bild von Rachel Amber. Jetzt wird's verdammt gruselig. Okay, hat sich irgendwas geändert? Rachel Amber, 224 unten links. Rachel Amber. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel is my angel. Okay. Wow! Wow, Victoria! Ha! You suck, Victoria! Fuck your selfie! Rachel is a whore! Ach, waren wir das alles? Victoria... Victoria Skank. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt durch ihren Raum gehen, ne? Ja, 221. 221. You suck, Victoria! Digga, was erleben wir gerade eigentlich für einen Drogentrip hier? Was ist das? Victoria loves the D. Victoria liebt David, alle sagen das, Kappa. Was passiert jetzt? Wow, welcome back. Jetzt sind überall unsere Fotos wahrscheinlich hier an der Wand, ne? Digga, 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 Digga. Das ist so abgespaced, was hier gerade passiert, ne? Boah, die Atmosphäre ist so erdrückend. Und ey, wirklich, es ist super cool. Ich habe auch gelesen, dass einige... Wow! Wow! Das ist ein Rieseneichhörnchen! Ha! This one is for Samuel. Ja! Hast du nicht irgendwie Angst oder so vor riesigen Eichhörnchen? Eichhörnchen! Okay, dann... wow, wir haben das Bild geschossen dort, ne? Chloe Price Forever. Shit! Hatten wir das nicht schon irgendwo? Go Ape, okay.
Boah, by the way, wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, David, lies dir mal die Handynachrichten durch. Das sollten wir, glaube ich, machen, oder? Ziel, ich muss einen Weg nach draußen finden. SMS, was wir hier so finden, ne? So, Max, Chloe hier, die, die in einer anderen Realität im Rollstuhl lockt. Hab mich bedankt, bevor du in ein neues Leben... Hm. Du hast nicht nur meine Bitte abgelehnt, du bist auch schon in ein anderes... In ein anderes Foto. Wie oft willst du mich noch im Stich lassen? Oh, okay. Junge Pappe, du! Du Schlampe, leg dich nicht mit Frank an, oder? Mir! Hast du ein Leckerli? Oh mein Gott. Ja, mir wurde in die Kommentare geschrieben, David, liest dir nochmal die Nachrichten durch, das sind neue. Samuel, guten Abend, Junge Max. Die Eichhörnchen reden mit mir, aber wie tust du es? Samuel hat kein Hand... hat keine... Okay, was hat Rachel geschrieben? Hi Max, Rachel Amber hier. Ich wollte mich nur vorstellen. Wir sehen uns bald, sehr bald. Oh oh, bitte nicht. Max, dein Shooting mit Jefferson war der Hammer. Er hat dich total eingefangen. Wenn du willst, können wir zusammen kiffen. Bro, was ist das für ein Fiebertraum, den wir gerade hier erleben? Okay, warte mal, wir müssen drüber nachdenken. Wir haben jetzt Eichhörnchen draußen gesehen. Müssen wir wahrscheinlich wieder durch meinen Raum gehen? 219? Würde ja eigentlich nur Sinn ergeben, ne? Was sehen wir? Sehen wir jetzt vielleicht was Neues hier? Weil die Wale sind so weit weg. Schade. Was super gruselig wäre, wenn wir irgendwie so eine neue Person irgendwo sehen, wisst ihr? Junge, aber das wird gerade extremst gruselig. Look at me, I'm a Max-Selfie. Ja, von ein Stück Scheiße, okay? Digga, wir haben die Zeit kaputt gemacht. Alles passiert gerade rückwärts. Sie macht die Moonwalk. Was passiert hier? Bewegen wir uns auch rückwärts? Ja. Bruder, es ist so gruselig, was hier gerade in dem Game passiert, ne? Aber hat das irgendeine Bedeutung, die ich aktuell noch auf Anhieb nicht verstehe? Don't text and drive. Na, guck mal, wir erleben gerade den Anfang, ne? Ansehen. Hey! Ey, du, nee, nein, ey, ich will nicht durchlaufen. Ich wollte irgendeine umnieten. Oh, unser Spirit Animal. Ich würde einfach mal sagen, wir folgen unserem Spirit Animal aktuell, ne? Ey, du kannst das richtig gut, wirklich. Toilette betreten. Erleben wir gerade die Schussszene dann nochmal? Oder wir laufen halt mitten ins Licht? Don't try to hide, Max. Get over here. Let me capture you. Jefferson is coming after me again. Max, no. You used to be so pure, so innocent. Now, bro, you have to die. Muss ich? Alter, das ist ja... Yo, 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 yo. Please understand, Max. The only place I can be my selfie is in the dark room. Ich scheiß auf dein Selfie. War der nicht vorher noch hinter uns? Ah! Läufst du mehrmals herum? Wie ist das möglich, Digga? Is in the dark room. Hi. Hä, der sieht mich doch gar nicht, hä? Digga, das ist ja so super gruselig, was hier gerade passiert, Digga. Das ist ja ein Legend-Horror-Spiel. Ja, guck mal. Alter, Alter. Hey, Max. Hey. Junge, diese Bilder hier an der Wand, ne? Bro. Das ist so super gruselig, was hier gerade passiert. Please understand, Max. Vor allem, wir sind einfach mitten im Nichts. Place I can be my selfie is in the dark room.
Ja, ich verstehe dich doch, Mr. Jefferson. Alles gut, ich verstehe dich doch. Bro, bin ich gerade im Kreis gelaufen? I can't believe you like that hillbilly man. Oh, der Leuchtturm ist da oben. I can't believe you let that hillbilly murder me in cold blood. Ja, warum nicht, Meister? What happened to your spark, Max? I thought I could be your professor for life. Ja? Bist du dir sicher? Junge, ist das eine Mr. Jefferson-Statue? Wird hier immer abgespaced. This is Principal Wells, and I'm here to drop the mic on Max Caulfield. Juhu! Nein! Nein! Das bin ich nicht. Digga, diese Bilder hier überall, ne? I regret to announce that one of your fellow classmates, Maxine Caulfield, has died. Wait, Max. Announce that one of your fellow classmates, Maxine Caulfield, has died under track. Hä? Das so Ding ist Kirchen. Max, where are you? Max, come out to play. Come out to play, ey. Hey, Warren, wollen wir nicht wirklich spielen? Hehe. Oh mein Gott. Babe, babe. Who wants to go, ape? Go, Max! Ah! Go, ape. Go, ape. Go, ape, babe, babe. Oh mein Gott, ist das gerade gruselig, Digga. Miss Price can't just show up at Blackwell in a wheelchair and think we're going to accommodate her every whim. Come over here, young Max. You're my spirit animal. Alter, jeder sucht uns gerade. Nein. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss niesen. Okay, das kam sehr, sehr, sehr tief aus mir. Come over here, young Max. Max. Nein, ich bin nicht dein Krafttier. Whim. Come over here, young Max. Nein, hör auf! Eigentlich können wir uns die ganze Zeit hier zurückspulen. Mann, ich hab doch keine Ahnung, was hier passiert. David Madsen, was geht, Meister? Bro, ah, guck mal, noch mehr, Mr. Jefferson. Jeffersons? Du nennst mich Freak? Flasche. Max, oh. Come back in the dark room. Oh no, bottles. This might be hell. Muss ich jetzt die Flaschen suchen? Nein, schau! Nein, hör doch auf, Junge! Verpisst euch bitte! Erstmal hinsetzen, oder? Das ist die beste Situation, um sich hinzusetzen. Max, sit down. You're taking a timeout, no matter what. Willst du gar nicht drüber reflektieren, was hier gerade passiert? Let me have one sanctuary. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist Max' Albtraum, ne? Von dem habe ich jetzt ein paar Mal in den Kommentaren tatsächlich gelesen. Kann ich nicht ein bisschen schneller laufen? Junge, ich würde mich so bee- Ciao. Du hast mich nicht. Okay, noch mehr Flaschen. Ansehen. Muss ich die Flaschen finden, oder wie? Es fing an zu schneien. Und wir sind am Leuchtturm angekommen. Wer hat das gesagt? Da war nur ein Untertitel. Made in Taiwan. Oh! It's Christmas time! Shake it up! Shake up the happiness! Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I am when your mom's away. Ah, lol! Das Ding haben wir uns, glaube ich, sogar angeschaut, als wir hier waren, oder? Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Winds. What?
Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Okay. Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder queen at the save mark. Hä, aber wo bin ich denn, wenn er gerade ladies gesagt hat? You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Yo, ho, ho, ho. Hi. Ich hab mich verändert, alle sagen das. Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. Aha. You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try. Wo bin ich jetzt hin? Too much of the house. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Ein Tagebucheintrag. Yo, hey Max, grüße Chloe und Joyce von mir. Vergiss nicht zu erwähnen, dass du mich hast sterben lassen. Boah, es wird immer schlimmer, Alter. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Die Zukunft! Ja, wir haben auf jeden Fall ein cooles Outfit gerade an. Wow. You'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Oh Christ, I know. And she never shuts up. Does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Hey, wer von uns beiden ist der Hipster? Let's prove it. Holy shit, Warren. Max is trying to play us both. I guess she's not as innocent as she acts. Not when she's trying to hook up with both of us. I only want to go ape with you, Chloe. Come here. Woohoo! God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit, look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. Keine, ich bin gefesselt. See, yeah, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shaka bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Okay. Woohoo! Die College-Erfahrung! Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish she would have never come back. You're the real storm. Shit, wo sind wir jetzt gelandet? Ist es normal, dass ich nichts mehr hören kann? Ah, okay. Ist anscheinend normal. Ja, ja, ja. I'll be so grateful if this is the last digicode. Der letzte Code. Oh. Ist das jetzt das letzte Rätsel, was wir lösen müssen? Ja. Der letzte Code. Okay. Oh, ich muss... Oh, Freunde. Gerade ist meine Nase aber anders unterwegs wie Thomas. Der letzte Code. Ist das ein Code, den wir im Laufe des Games schon hatten? Oder vielleicht halt noch lösen müssen? Na gut, also ich glaube, ganz offensichtlich ist es vermutlich nicht, oder? Ah, anhand des der Kratzer kann man das irgendwie daran erkennen? Okay. Wozu ist A oder B? Ist A für Bestätigung? Wahrscheinlich schon, oder? Warte mal. Boah, keine Ahnung. Also das Ding ist, einige Knöpfe sind deutlich dunkler. 2, 3, 5 und 6, die sind ziemlich hell. Digga, ich bin ehrlich, also ich habe gar keinen Anhaltspunkt aktuell. Also man könnte halt irgendwas probieren. Ja, es wird halt safe falsch sein. 100%. Ich probiere es trotzdem einfach mal aus. Ja. Verkackt. Oh! Oh! Oh ho! Numbers are all over the place. How will I find the right code?
Exzellente Frage. Warte mal. 7802 sehe ich schon zweimal umkreist. Finde ich das vielleicht noch öfter? 2515, 58. Okay. Ich probiere es mal mit 7802. Was passiert, wenn es nochmal falsch ist? 7802. Nichts. Okay. Boah. Das ist jetzt sehr interessant. 2515. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. 2515. 2515. Ist falsch, okay. Ist in Ordnung. 2515. Okay. 9433. 2095. Digga, was? Irgendeine Zahl? Ich kann mir vorstellen, dass irgendeine Zahl sehr auffällig ist. Sehr auffällig umkreist oder groß oder sonst was. Überall sind diese dreckigen Zahlen, ne? Vielleicht ist es hier? Warte mal. 8391 probiere ich mal aus. Weil das fett auf der Tür ist. 8391 ist aber zu weit hergeholt, ne? Ja. Zu weit hergeholt. Alright. 5681. Da ist noch was. 8391. Warum ist keine Zahl im Spiegel? Oh, das könnte ein Hinweis sein, oder? Warte mal, vielleicht? Es gibt hier nur zwei Fliesen, die dunkel sind. Es gibt nur zwei Fliesen, die überall auf der gesamten Wand dunkel sind. 4743. Okay, keine Ahnung, ob das ein Hinweis ist. 4743. Es war kein Hinweis, okay. Wär ja zu schön, um wahr zu sein, ne? Warte, im Spiegel können wir keine Zahlen sehen. Die bilden wir uns anscheinend nur ein. Aber die Zahlen wiederholen sich halt, ne? Keine Ahnung, 3864. Man kann ja sehr viel ausprobieren. 3864. Ist auch nicht richtig, okay? What the hell is wrong with this mirror? Was zum Teufel stimmt nicht mit dem Spiegel? Ich weiß es doch nicht, hä? Der Spiegel ist ein Hinweis, oder wie? Irgendwas stimmt mit dem Spiegel nicht. Ja, ich weiß. Und jetzt? Ich muss ja trotzdem irgendwelche Zahlen eintippen, oder Max? Okay. Auf dem Spiegel ist selber aber nichts zu sehen, ne? Ich kann die Zeit zurückdrehen und da passiert sogar irgendwas. Okay. Was haben wir noch? 5681. Wir probieren einfach mal so ganz random irgendwelche Zahlen aus. 5681. Ist auch falsch, okay? Ist in Ordnung? Ist voll in Ordnung. Ja, aber das Ding ist, wenn man dieses Rätsel noch nie hatte, wie soll man das auf Anhieb lösen oder wissen, wie es funktioniert? Die mittlere Tür können wir nicht gehen. Die bleibt zu. Warum bleibt die mittlere Tür zu? Hat das einen Grund? Vielleicht irgendwas an der Decke? An der Decke sind auch ein paar Zahlen. 3972. Keine Ahnung, probieren wir das mal aus. Es wird halt safe nicht sein, aber was soll ich sonst machen? 7. Nehmen wir mal 7. 2. Ich probiere es mal weiter ein bisschen aus. Oh, warte mal! Es gibt eine Zahl im Spiegel. 0311. Das ist die einzige Zahl, die wir... Aha, 0311. Ist es das? Ha! Geil! Okay, cool. Die einzige... Wow! Zahl, die wir im Spiegel sehen konnten. I guess I'll never dance again, Max. Okay, das ist gerade... Junge, das ist ja gerade so super unangenehm hier. So this is how Max gets her revenge. Breaker. Oh, hi Max. Kann ich mich selber ansprechen? Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass.
or on one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? Ja, war nicht meine Entscheidung. Ich habe versucht zu helfen. I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. Mir liegt etwas an Ihnen? I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not sehr gemein. True. I have great friends. And I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Oh. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Meine beste Freundin, Schicksal. Das ist meine beste Freundin. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way? Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy... Oh hell, yo. Speak of the devil. Ist Chloe jetzt da? Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Schnall dich an. Okay, wir sind zumindest aus dem ultra krassen Albtraum wieder da. Unterleben. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Unterleben gerade noch mal die Momente. Fucking rules. Can't dance. I know it was your birthday last month. Hä? This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Okay, dann machen wir das mal, ne? Today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. What the hell is this? Snowflakes? Or a storm is coming? Or cornflakes, was? Max, start from the beginning. Tell me everything. Wir leben halt wirklich alles nochmal. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to... Welcome to American Rust, my home away from hell. Ja, alle Momente, die wir nochmal in diesem Let's Play erlebt hatten, ne? You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Können wir hier durchgehen? You're the mysterious superhero. Schade. I'll be your faithful chauffeur and companion. I'm so glad you're my partner. Wir hatten in dem Moment in der Schule. As long as you're Max, you better der Moment in dem Büro. Der Moment in der Schule selbst, als wir ein bisschen rumgeschwommen sind. Ja gut, ich glaube, wir müssen uns eigentlich nicht mehr großartig in Gespräche reinziehen, oder? Auch wenn das super krass gemacht ist, muss man einfach mal so sagen, ne?
We left a skid mark on Blackwell last night. I wish we could just hang out all morning like we used to. I double dare you. Kiss me now. Wir hatten uns gewagt, ja. Hardcore, Max. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know. Just daydreaming. Okay. Kiss me. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? It's weird. Alter, hier noch die alternative Realität. I'm glad we are, though. Einfach solche Figuren. Einfach solche Figuren, die vom Game hier eingefügt worden sind. Awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Chloe, you're back. I'm so glad Kate wasn't the first. Kann es sein, dass die Musik sich so ein bisschen ändert? All those binders are filled with other victims. Ja, da haben wir es gesehen. Oh, Rachel, no, no, please not her. Chloe. Rachel Ambers Fund. Come on, Max, we're almost there. Sind wir jetzt am Ende angekommen? Ich glaube, wir sind am Ende endlich angekommen. Wir sind am Ende angekommen in der Realität, wo wir stehen geblieben sind. Ja, wir sind back in der Realität. Max, Max, can you hear me? Please say something, Chloe. I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? Nie wieder. I swear. But that nightmare was so real. Was so horrible. Wollt ihr nicht irgendwie abhauen? Das wäre so das Erste, was ich tun würde. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me, which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Ich bin sowas wie die Alga. Max. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. Ja. War auch gefühlt vor 1,000 Jahren, ne? You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You proved that over and over again. Even though ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus möchte. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Ich muss ehrlich sagen, daran habe ich so oft gedacht eigentlich. Ich meine, wie oft wäre sie fast gestorben? I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years.
I end up after this. In whatever reality, all those moments between us were real. And they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Entscheidung! Ich muss mir erstmal ganz genüssig die Nase putzen, bevor ich diese Entscheidung treffe, Freunde. Okay, Freunde, das ist eine sehr, 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 sehr krasse Entscheidung, die wir gerade treffen müssen. Ich würde einfach mal rein aus Interesse die magische Miesmuschel mit zu Hilfe holen. Aber wofür ich mich im Endeffekt entscheiden werde, muss ich ausmachen. Aber einfach so rein aus Interesse einfach mal, ne? Magische Miesmuschel, soll ich meine beste Freundin opfern? Das weiß der Geier. Das weiß der Geier, okay. Magische Miesmuschel, soll ich stattdessen ein ganzes Dorf bzw. eine Kleinstadt opfern, nur für meine beste Freundin? Ja, bitte. Ja, okay, sie hat gesagt, ja bitte. Also eigentlich, was die magische Miesmuschel sagt, soll man eigentlich so machen, ne? Also. Acadia Bay, eine Stadt, in der wir halt so wegen der Schule aufgewachsen sind, wo richtig viel Scheiße abging. Aber ganz ehrlich, wenn ich überlegen müsste, was sind wir für ein riesiges Opfer gegangen, nur um Chloe zu retten? Ganz ehrlich, Digga. Acadia Bay, Alter. Ich kack auf dich. Max, it's time. Und wegen der magischen Miesmuschel. Not es soll aufhören. Max, I'll always be with you. Und die Monetarisierung in dem Part verschwindet. Aber das ist der Song, den wir auch immer am Anfang laufen haben, so der berühmteste. Komplett unter, ne? Ich hätte auch gerne das andere Szenario gesehen. Ich glaube, zurückspulen können wir nicht mehr, ne? Ne, ja, natürlich können wir nicht mehr zurückspulen. Das war's. Das war jetzt Life is Strange, oder? Das Szenario, was wir am Anfang des Games gesehen haben. Aber war das jetzt wirklich unsere Schuld, weil wir ein bisschen mit der Zeit herumgespielt haben? Mich würde es interessieren, ob die Verwandtschaft halt noch so an sich am Leben ist, ne? Prescott Development. Digga, liegt einfach ein freaking Wal auf einem Haus. Unser Spirit. Oh! Na, sieh mal einer an. We were young.
Thank you, come again. Yeah. Great day in Acadia Bay. Reimt sich sogar der Bums. Das war's? Errungenschaft, das war's. Das war Life is Strange. Das war das Ende. Also wir erfahren nicht, wie viele jetzt auch überlebt haben. So am Ende des Games. Alter, was soll ich Großartiges zu dem Game sagen, ne? Ich habe jetzt Life is Strange. Ich glaube, vor 7 Jahren kam das Game raus, um den Dreh, glaube ich. Und ich habe es jetzt zum allerersten Mal, ja, durchgespielt nach ein paar Jahren. Einige von euch haben das Game bereits gesehen. Ich würde sogar sagen, eigentlich so die Mehrheit hat das Game bereits gesehen, ne? Aber das war wirklich so an sich die eine sehr, sehr große Spielerfahrung, wo ich mich wirklich sehr stark drauf eingelassen habe, in die Story mit hineingefressen zu werden, wo ich ja viel, wo wir viel erlebt haben, ne? Wirklich, das war eine Gefühlsachterbahn, dieses Spiel. Und wow. Nach 26 Parts, ich glaube, wir sind echt schnell durchgekommen so an sich. Also ich habe bei anderen gesehen, dass sie weit über 30 Parts beispielsweise waren. Lag aber daran, dass wir auch viele längere Parts hatten mit über 40 Minuten um den Dreh, ne? Aber es hat mir wirklich ultra viel Spaß gemacht, auch dieses Game mit euch das erste Mal zu erleben, ne? Ich sag's immer wieder, aber der Kanal der Umlautmann, der ist halt extra dafür da, dass ich mit euch das erste Mal Games erlebe oder Spiele nachhole, für die ich halt keine Zeit habe, so in meinem YouTube-Alltag, ne? Und dafür existiert dieser Zweitkanal hier, damit ich genau solche Spiele mal nachholen kann, und umso fröhlicher bin ich, dass wir das Ganze, ja, nachgeholt haben. Und dass ich auch endlich sagen kann, ey, ich habe dieses Game durchgespielt. Vor allem jetzt am Ende, das war nochmal eine sehr, sehr heftige Gefühlsachterbahn. Alleine, dass wir so eine fette Entscheidung getroffen haben, okay, entweder Acadia Bay tot oder Chloe tot. Ich persönlich finde, ich habe mich fürs Richtige entschieden. So klar, sonst hätte ich halt die andere Entscheidung getroffen. Weil ganz ehrlich, wir haben jetzt so viel für Chloe aufs Spiel gesetzt. Am Ende hätte es einfach keinen Sinn ergeben. Hätten wir jetzt Acadia Bay geopfert. Also hätten wir Acadia Bay am Leben gelassen quasi. Und ganz ehrlich, es ist eine Kleinstadt. Ich hatte jetzt das Schicksal über ganz, ganz viele Menschen in der Hand. Und es war sehr egoistisch, die Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber wenn ich überlege, wenn ich so über das Schicksal von meinem besten Freund entscheiden müsste beispielsweise, ich würde mich halt immer so entscheiden, ne? Und ja, sehr, sehr schwierig. Man kann darüber diskutieren, ob es ethisch richtig gewesen ist. Aber ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf des Games unter anderem. Und ja, wow. Heftig. Sehr, sehr heftiges Game. Mich würde es interessieren, wie viel... Guck mal, 50-50, recht ausgeglichen, diese Entscheidung, ne? Du hast dich entschieden, Acadia Bay zu opfern, hat sich nur 48% entschieden. Also wir haben uns, weil wir waren in einer Minderheit, in einer kleinen Minderheit, aber trotzdem, ne? Krass, das nächste, was hatten wir noch? David hat keine Narbe aus dem Kampf davongetragen. Yo, das hatten nur 4%! Mashallah! Mashallah! David hat Jefferson getötet, 45%, hat noch nicht so viele. Du hast den Trucker gerettet, Ehre. Du hast Even gerettet, 63%. Alicia gerettet, 64%, ja. Du hast den Fischer gerettet, 72%. Ah, ne, hätte man nicht retten müssen, okay. Du hast Joyce' Meinung zu David nicht verändert, geil. Du hast Frank die Wahrheit über Rachel gesagt, nice. Du hast Warren geküsst, 67%. Du hast Warren die kalte Schulter gezeigt, aua, aua. Das waren die Entscheidungen, die wir in dieser Episode getroffen haben, ne? Das war's. Life is Strange, Episode 5, Polarized. Ich find's gerade richtig traurig, dass wir dieses Game durchhaben und ich das, ja, nicht mehr anpacken werde, ne? Wow. Was soll ich sagen? Freunde, das nächste Life is Strange, Before the Storm, hieß, glaube ich, so das Game davor, ne? Wird, glaube ich, gar nicht so lange auf euch warten. Ich weiß nicht, ob wir es direkt starten oder ob wir noch ein anderes kleines Let's Play starten, so währenddessen. Müssen wir gucken. Aber bis dahin sage ich mal, danke, dass ihr dieses Projekt verfolgt habt, obwohl man das wahrscheinlich schon irgendwie 20 Mal bei diversen YouTubern gesehen hat. Von daher ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass ihr dieses Projekt hier bei mir verfolgt habt. Wirklich, das ehrt mich sehr. Und danke. Fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Von daher sage ich mal Daumen nach oben nicht vergessen. Danke an die Elite-Umlaut-General-Member
für die Unterstützung auf diesem Kanal und abonniert den Umlautmann. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal beim nächsten Projekt. Cheerio. Bye, bye. Real.